Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von ARK. Und Mario hängt hier gerade schon bei unserem Zielobjekt für diese Folge. Ein Fred wartet darauf, gezähmt zu werden. Ja, und den hatten wir beim letzten Mal gefangen, sozusagen, was heißt gefangen, gefunden und hier reingeworfen. Gefangen ist er ja noch nicht. Ja, und also, er ist noch friedlich. Ja, warte mal ab, wenn ich hier gleich irgendwie rein muss oder so und dann haut ich mir direkt von Latz. Fred friedlich. Mann. So, pass mal auf, hier. Können wir von hier füttern? Ja, komm, also wir hier, hoffen, hier. Das geht wirklich gut. Okay, ich habe schon mal einen. Ja, das sollte reichen, hoffentlich. Ansonsten machen wir den Rest mit Mission Berries. Ja, also 6 Titan-Boar-Kibbel und dann noch ein paar Bären, das sollte echt passen. Ich bin jetzt hier gerade noch dabei, unsere Paras großzuziehen. Der hat echt eine coole Färbung, finde ich. Also ja. So relativ hell da vorne. Ja, der sieht schon nach was aus. Auf jeden Fall auch gut muskulös, glaube ich. Und ich hoffe, der fängt wirklich nicht an, jetzt gleich da rumzuzanken. Naja, das ist. Ansonsten kann man ja wegfliegen außer Reichweite. Das sollte dann auch einigermaßen gehen. Na, wir gucken mal. Ich meine, solange er mich jetzt nicht unbedingt schlägt, ist alles in Ordnung. Ich gucke mir das mal aus nächster Nähe an. Hallo? Wo ist er denn? Fred? Da. Ja, da läuft er rum, der Fred. So, jetzt kann man Anni reinschubsen. Nein, hallo? Der will nur spielen. Nee, mit mir will er nicht spielen. Der will mich kaputt machen. Nein, das ist ein lieber Fred. Oh, der bleibt schon da stehen. Der hackt jetzt Pläne aus. Ich weiß das, ich merke das. Ja, ich glaube auch. Aber das Problem ist, er ist jetzt gerade an einer Stelle, wo ich ihn gar nicht füttern kann, weil ich gar nicht hinkomme. Ja, das ist blöd, weil da sind ja auch keine Fenster. Aber guck mal, jetzt kommt er zurück zu dem einen Fenster. Ja, mir fällt gerade auf, also auch wenn das ja eigentlich nur eine Zähmbox ist, ja, aber die könnte schon ein bisschen schöner sein. Da könnte auch irgendwo in der Mitte eine Säule sein, so wie in unserem kleinen Affenstall. Das könnte hier so ein bisschen gemütlicher sein. Also man muss hier einfach nur ein Viech reinwerfen, das zähmen und auch wieder rauskriegen. Wenn da irgendwie noch Zeug in der Mitte ist, dann ne, wird der Platz ein bisschen eng. Aber dann freut der sich. Dann ist er abgelenkt, dann wird er nicht aggressiv. Er hat auf jeden Fall gerade keinen Hunger. So, ich guck mal ganz kurz nach dem Kleinen, wie es denen geht. Ja, müsste gut gehen. Also ich habe die gerade nochmal gefüttert. Na, hallo. Oh. Sie wachsen und wachsen und es geht langsam voran. Jasmin und André. Jo, Fred, was geht? Wäre cool, wenn man den von hier oben füttern könnte, aber ich habe jetzt eh keinen Kibbel dafür. Ja, ich habe schon versucht, ich komme von oben nicht ran. Hm. Komm mal her hier. Komm hier. Hallo, der will hier nicht, ist, ne? Hier ist Futter, hier ist die Banane. Das ist ja nicht mal eine Banane, du verarschst ihn, das merkt er auch. Erzählst ihm, was für Bananen. Er mag Kibbel, also, ne, mag auch Bananen so. Ah, er würde wollen. Er würde wollen, aber er ist gerade noch wieder weggerannt. Ausgebüxt. Och, jetzt bleib doch mal hier, Fred. Ja, der Fred ist halt sehr beweglich. Fred ist ein bisschen eigen. Aber das ist interessant zu beobachten. Ich sehe so los. Oh, Fred, hallo. Also da kriegt man schon so ein bisschen Angst, wenn der vor einem steht. Na, vor allem ist, ich will ja ungern von vorne ran. Ja, weil sonst. Och, jetzt bleib doch mal hier. Ja, Fred. Da ist die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht, dass er dann aggressiv wird. Das haben wir ja damals gehabt, das Problem. Wenn wir ihn dann von zu weit vorne erwischt haben, dann hat er gestänkert. So, jetzt? Nee. Ach, jetzt bleib hier, Fred. Aber da steht auch gar nichts mehr. Liegt das ja, auf weil dem ich richtigen nicht, ich bin zu weit weg. Fredi! Ach, das ist ja alles jetzt, eine Zeitfrage. Ja. Hast du? Jetzt habe ich. Sehr schön. Ja, sehr schön. Er sieht mich ja nicht. Er guckt hier auf die Wand. Jetzt zuckt er erstmal ein bisschen rum. Ja, was er gerade macht, ey. Hm. An der Wand. Er schuppert sich. Ja, er schuppert sich. Na, wenn es juckt, dann muss man sich schuppern. Da führt kein Weg dran vorbei. Können wir kurz in unserem Ferienhaus schauen, ob der Strom noch fließt? Das ist ja immer so das ewige Problem. Nee, da dürfte nichts fließen, weil... Kaputt? Nee, nicht kaputt, aber da ist kein Benzin drin. Aber da brauchst du ja auch nichts. Wofür denn? Ich wollte einfach nur schauen, ob alles noch ganz ist. Ob irgendwas kaputt gegangen ist. So, was haben wir denn hier hinten? Ein Pärchen. Oh, ein Terrorbird-Pärchen. Ein Terrorpärchen. Ein Terrorpärchen. So wie wir. Naja, du bist nicht so terrorhaft wie ich, wollte ich nur mal sagen. Das hast du gesagt. Ja, aber ich habe ja schon so häufig lesen müssen, dass doch bitte die Terrorbirds nach mir benannt werden sollen.
Ja, und nicht nach Mario. Aber ich widerspreche dir nicht. Siehste, genau das ist es ja. Das bestätigt doch schon wieder, dass ich quasi Terror verbreite. Dabei meine ich doch nur gut. Ich kümmere mich hier ganz vorbildlich um die Kinder. Ja, du kannst übrigens jetzt mal direkt dein Zeug wieder mitnehmen aus der Kiste, nachdem sie es liegen lassen. Ja, ja. Anni hat nämlich beim letzten Mal ihr Werkzeug gesucht. Wir haben sie jetzt in der Kiste unten wiedergefunden. Ja, und ich habe mich dann auch direkt dran erinnert, dass ja beim letzten Turmspringen, also war ja eigentlich keine Zeit mehr so richtig, dass ich dann mein Zeug hier in der Kiste gelassen habe im Kinderzimmer. Meine kaputte rosa Fackel ist dabei, meine rosa Axt, meine rosa Spitzhacke, bisschen Holz, paar Elektrokabel, wobei ich glaube, die sind gar nicht von mir. Ist ja nicht mal rosa. Naja, was ist denn das? Das ist doch so ein Pink, so ein lila Pink. Violett. Violett, ja. Pink, rosa. Jedenfalls mein Zeug wieder da und ich kann diese komische, standardfarbene Fackel hier wegpacken und meine coole wieder nehmen. Ihr seht schon, Anni hat total die Prioritäten. Die Fackel muss gefärbt werden, auch wenn die 500.000 Mal kaputt geht. Ja, aber dafür ist er noch da. Was fehlt denn hier? Holz. Wieso denn Holz? Und ihr wundert euch, dass wir kein Material haben. Na, aber so schlimm ist ja nun auch nicht. Was Holz fehlt? Ja, ich habe aber schon. Hier war noch was in der Kiste. Gut, Fred hat jetzt schon dreimal gefuttert. Er muss jetzt nur noch dreimal essen. Das geht aber, das sollte einigermaßen passen. Was denn? Ich finde ein Paracetamol-Tierchen. Wieso kann ich das nicht reparieren? Jetzt, okay. Level 16. Paracetamol-Tierchen? Ja. Ja, so schnell werden wir uns keins zulegen. Möchte ich mal sagen. Der Platz wir haben halt einfach keinen Platz. Das ist halt echt ungünstig da oben. Aber gut, wir können jetzt einfach auch nicht mehr Platz ranbauen. Wenn irgendwann mal das so sein sollte, dass die Tiere nicht mehr durch die Ceilings fallen und wir eine Plattform bauen können mit Ceilings, dann können wir nochmal drüber reden. Das stimmt. Aber jetzt, solange die Dinos Gefahr laufen, da durchzufallen und im schlimmsten Fall dann halt auch durch die Welt zu fallen, möchten wir das nicht machen. Das nervt ja so schon, wenn halt zum Beispiel unsere Wölfchen unter die Ceilings rutschen, die Helche. Ich glaube, wir bekommen das Essen nicht. Der hat ja schon zweimal gekackt hier. Ja. Die Helche dauerhaft Yoga machen. Irgendwie ist das alles suboptimal. Ja, also wie gesagt, wenn es irgendwann so sein sollte, dass die Tiere nicht mehr durch die Ceilings fallen, dass wir sozusagen die Fläche da oben erweitern können mit Ceilings, dann werden wir darüber nachdenken. Wir wollten ja schon mal auf jeden Fall nochmal Paracetamol-Babys haben. Also mal sehen zumindest. Ja, also das werden wir noch einen Angriff nehmen. Vielleicht ist es auch so, dass sich das einfach in einem der nächsten Streams ergibt, dass einem Tribe sagt, hey, kommt doch mal mit. Oder zwischendurch vielleicht sogar, dass sie sagen, ey, große Paracetamol-Party. Ja, und dann gehen wir da vorbei und gucken uns mal an, was da schlüpft. Nee, wir hatten schon mit, aber jetzt demnächst tatsächlich mal so ein Video zusammenstellen mit den ganzen Babys, die wir schon hatten. Ja, naja, ob mit allen ist die Frage, aber zumindest mit vielen. Mit den Babys, die wir hatten, das ist ja, also die auf Video festgehalten wurden, sagen wir es mal so. Ja, dass wir mal schauen, okay, machen wir einen kleinen Zusammenschnitt aller Baby-Dino-Geburten. Ja, kommen da bestimmt Erinnerungen hoch. Ja, auf jeden Fall. Ja, ihr könnt ja mal sagen, ob ihr sowas haben wollt. Also es wäre ja auch interessant, mal zu wissen, möchtet ihr sowas überhaupt sehen, so einen Zusammenschnitt? Also im Prinzip, könnt ihr euch das so vorstellen, wie bei unserem 200-Folgen-Special, einfach so ein Zusammenschnitt von bestimmten Sachen. Und was ist denn hinten los? Sag mal, voll die Party. Sarko Level 80. Aber der hat einen Pärchenbonus, aber dann Sarko Level 72, glaube ich, irgendwo. Und das Paratierchen, das Paracetamol-Tierchen steht völlig entspannt da rum, ne? Boah, aber gleich nicht mehr. Es guckt halt in den Stein, es ist ein bisschen langsam. Wobei die sich aber nicht bekriegen, ne? So ein Stego hat da schon echt schlechte Karten. Da ist noch das Weibchen dazu, also ein Pärchen, Sarko-Pärchen findet man auch nicht alle Tage. Da haben wir noch ein Kano. Ja, solange da kein Alpha-Raptor noch rumrennt oder so. Also hier ist gerade schon ein bisschen gefährlich. Und das ist im Prinzip nochmal so eine Bestätigung dafür, dass es eine gute Entscheidung war, hier unten wegzugehen von diesem Bereich, denn die werden uns ständig jedes Mal ins Wasser gefallen. Die ganzen garstigen Tiere. Nee, das muss nicht sein. Hallo Fred, komm mal her, Fred. Ich hab Essen. Banane. Oh. Bananenshake. Lecker Banane. Ja, da kommt er wieder an, ne? Zwei musst du doch geben. Ja, komm mal her. Na, es reicht noch nicht, oder? Ich komm nicht ran. Ist noch nicht so weit. Hätte ich auch die Tür aufmachen können, aber ehrlich gesagt, nee. Nee, dann ist er ja wieder weg. Es reicht noch nicht, glaube ich. Ja, dann müssen wir jetzt leider noch ein bisschen warten. Aber es kann auch nicht mehr so lange hin sein.
Nee, das sollte relativ zügig gehen. Der ich meine, er hat nicht jetzt so schon lange. 4 Stück gefuttert. Komm her, ich hab's. Sag mal, kriegt Fred dann auch so einen coolen Smiley auf dem Bauch? Weiß ich noch nicht. Wir nur versuchen, so langsam wieder Freigaben fürs Malen zu bekommen. Ja, ne? Du weißt, wie das ist. Ja, ich weiß, wie das ist. Ich bin da bederisch. Es wurde ja auch schon gefragt, ob wir das Schloss anmalen, habe ich schon gesagt. Also vielleicht einzelne Bereiche, aber da muss ich mir erst mal überlegen, wo und überhaupt und was. Weil ich bin ja kein Fan von Kunderbunt. Ja, da müssen wir auf jeden Fall mal schauen, was sich da anbietet. Jawohl, ne? Immer ich glaube, das Essen bekommt ihn nicht, sag mal. Einfach, weil er so oft da irgendwie abkotet. Ja, er hat jetzt schon eine Zeit 4-mal gekackt. Oder es bekommt ihn besonders gut und jetzt gehen die ganzen anderen Giftstoffe raus. Und das regt die Verdauung an. Ja, nur das Kibbel bleibt drin. Lecker, lecker. So, Fred. Oh, oh. Oh nein, hast du es jetzt verkackt? Nee, er ist... Doch, er ist aggressiv. Nee, ist er nicht. Also er will zu mir, aber er will nicht... Hm. Was macht er denn da? Steine zerkloppen? Nee, Stein kann er, glaube ich, nicht kaputt hauen. Der ist aggressiv, sonst wäre der nicht so schnell. Ja, aber ich habe keine Musik. Ja, aber irgendwas ist mit ihm. Das findet der jetzt nicht lustig. Jetzt, doch, ich höre Musik. Jetzt greift er an. Okay. Ja, pass mal auf, ich flieg mal ganz kurz weg. Dann ja. Müsste er das ja resetten. Wenn sich das nicht auf mich überträgt, dann sollte es ja passen. Sollte eigentlich nicht. Machst du Tür zu? Ja, mache ich. So ist zu. Ja, ihr Kleinen, ne? Ihr habt damit jetzt nicht so ein Problem. Kann ja mal ausschauen nach dem Alpha halten. Nachdem weil wir ja so viele haben. Ja, beim letzten Mal haben wir gemeckert, dass keine da sind und just in dem Moment haben wir einen gefunden, ne? Das stimmt. Ist ja nicht das Problem. Ja, wird Zeit für einen Alpha T-Rex. Level 120. Ist irre. Das wäre doch krass. Wer würde ja schon mal eine Level 1 reichen, um überhaupt zu gucken, wie die drauf sind. Aber 120er da hätten eigentlich, glaube ich, schwere... Die Kampfmusik läuft immer noch. Ja, I know. Aber der muss auch wegfliegen. Hoffentlich reicht das aus, weil ich meine, unsere Kleinen sind ja auch noch da. Mit denen passiert nichts. So. Gut. Silverlight, komm mit. Wir müssen mal kurz raus. Ja, also Level 120 T-Rex. Ich glaube, wir hätten keinen Dino, der den problemlos schafft. Nee, die haben alle da doch noch ein bisschen was zu erledigen. So, also, ich flieg jetzt mal weg. Da würde maximal ein eigener T-Rex vielleicht noch irgendwie halbwegs zurechtkommen, aber ich glaube, da bräuchte man auch ein bisschen mehr Unterstützung. Ja. So. Fred noch da. Also Fred kloppt immer noch gegen die Wände. Du sollst ja nicht gucken, du sollst wegfliegen. Ja, ich bin ja schon weggeflogen. So, ach nee, ist ein ganz normaler Raptor, der sah aber nur so rötlich aus. So, ich hoffe das Beste. Ja, kriegen wir schon weg. Nee, der ist immer noch aggressiv. Dann bleibt er mal weg. Ich war doch schon weg. Wie lange soll ich denn wegbleiben? Na, richtig. Richtig weg da. Ich war doch richtig weg. Ich habe keine Musik mehr gehört. Es war ein anderes Gebiet. Oh, naja gut, wir machen mal ganz kurz einen Cut. Oh, da vorne sind Terrorvögelchen. Hallo. Endlich mal wieder. Für Level? 16? Na, ich wollte aber noch mal... Level 4. Ich wollte mal noch ein richtiges High-Level-Tierchen haben, aber irgendwie... So du richtig... alles möchtest. Was möchtest du denn mit dem machen? Na, zähmen. Ja, aber dann... Na, und dann können wir voll cool vom Berg fliegen. Das kann man ja auch noch nicht mit den jetzigen. Ich wollte die halt mal im Kampf testen, aber das Problem ist, die sind halt so niedrig vom Level her, dass sie im Kampf, naja, keine Ahnung, so richtig gut werden sie jetzt nicht. Wahrscheinlich stellen sie eher noch ein Problem dar. So, wir sind jetzt trotzdem gleich wieder da für euch. Genau. Und, ja, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück hier mit unserem Fred. Und es scheint, als wenn der Regen, der jetzt hier eingesetzt hat, sein Gemüt beruhigt hat. Denn er ist nicht mehr aggressiv. Er lässt die Wand jetzt in Ruhe. Die hat ihm ja auch nicht getan, davon abgesehen. Und ich verstehe noch nicht, warum der sich denn so aufregt. Ich habe ihm ein gutes Essen gegeben und dann sowas. Ne? Also ich. Ja, aber wer weiß. Vielleicht war er satt oder es kam zu spät. Hat er sich gesagt, oh, behalt den Scheiß selber. Und Wahnsinn, das ging jetzt aber richtig flott. Ja, ich habe ihm gleich das Essen ins Gesicht gedrückt. So, cool. Fred, komm mit. Jawohl, Fred. Level 23 ist natürlich jetzt nicht so hoch, aber komm, das macht nichts. So, das Problem ist ja jetzt, Fred kann nicht einfach nur an einen Tyrannodon rangehängt werden. Nee, natürlich nicht. Hallo Fred, guck mal an. Ich finde, er hat eine coole Färbung. Sieht das ziemlich maskulin aus, ne? So richtig so. Ja, einmal das. Und das könnte halt wie so ein Geistergesicht sein da auf Bauch und Brust.
Weißt du, was ich meine? Ja. Wie so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Ja, echt unterhaltsam. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall mal gucken, dass wir hier ein Transportmittel finden für ihn. Wir müssen ja sowieso, ich meine, die Paras können wir jetzt auch nicht mit einem Terranodon mitnehmen. Nee, aktuell nicht. Dann gehe ich mal hoch und hol mal. Mach mal Tür zu, bitte. Ja, wollte ich gerade machen. Tür zu. Ja, dann gehst du hoch und bringst einen Quetzi mit. Oder was? Oder geht das mit dem Argentavis? Also die Paras auf jeden Fall nicht, glaube ich. Deswegen würde ich sagen, hol ich gleich mal einen Quetzal. Okay. Ja, und dann können unsere Tierchen nach oben. Auch der gute Fred. Der kann dann zu Wilma. Und dann werden sie sich beide erstmal umgucken. Fred wird sich fragen, ey, warum kann ich denn hier kein Gras sammeln? Oder kein Fiber? Und wir werden sagen, Fred, nimm's uns nicht rum, das musst aber du ja nicht läuft machen. Dann anders. Du musst sie ja nicht machen, du kannst sie einfach nur ausruhen. Aber ich will Gras sammeln. Ja, aber ich meine, ich würde auch gerne irgendwie Fred und Wilma dann rumlaufen lassen, dass die halt ein bisschen was sammeln. Aber wir haben A, nicht die Base in der Nähe und... Also ein bisschen was gibt... Oh, hallo Prime. Ja. Oh ja, viel zu selten. Wir haben ja einige Büsche hier, die abgesammelt werden können. Hier zum Beispiel der geht. Ja, manche gehen, aber trotzdem... Und unterwegs haben wir auch noch ein paar. Also irgendwie hier so müssen wir mal gucken. Ich meine, vielleicht, wenn es irgendwann mal sicher sein sollte, hier mit dem Geländer oder sowas, dass die hier rumlaufen können, weil hier zum Beispiel auch noch... Ja, ein Geländer an jeder Ecke und Kante. Ist nicht viel, aber naja, es wäre möglich, rein theoretisch. Aber wahrscheinlich würden die sowieso bei irgendwelchen anderen Tierchen hängen bleiben. Ja, so, was wollte ich gerade? Achso, ich wollte einen Quetzal holen. Ja, und übrigens, heute Abend einschalten nicht vergessen, ne? Ab 20 Uhr gibt's ja wieder den Arc-Stream, den Freitag-Stream. Ja, und wir hoffen, korrekt, dass ihr zahlreich erscheint. Es macht ja noch viel, viel mehr Spaß, wenn immer mehr Leute dabei sind und mitschreiben, mitmachen. Ja, es wird eigentlich, also mal, wieder Zeit, wird eigentlich mal wieder Zeit für eine Höhlentour. Ja, und zwar eine, wo Mario und ich zu zweit versuchen, über die Runden zu kommen. Bis jetzt hatten wir ja immer Hilfe. Gut, das hat auch mit Hilfe nicht immer funktioniert. Wieso sollte es auch anders sein, ne? Also es hat mit Anni nicht immer funktioniert? Nee. So ist das jetzt nicht gemeint. Immer wieder. Also das ist der Wahnsinn. Immer wieder wird die Schuld hier auf mich geschoben. Immer auf die Kleinen. Und dann sollen sie wachsen. Wie soll denn das gehen? Ich weiß nicht, aber es, ne, weil das kann. Ja. So, ich komme mal kurz runter und hol mal Fred ab. Das ist eine gute Idee. Ich guck mal, okay, die Kleinen, die können ja immer noch eine ganze Menge tragen. Die haben jetzt 115, ja, beide circa 115 Beeren drin. Das macht satt. Das kann man jetzt schon sagen. Korrekt. Die kleinen Mäuse. Übrigens, Level 50 und Level 56 kam raus, falls es noch jemand nicht aufgepasst hat. Level 50 für Jasmin, Level 56 André. Also muss ich natürlich idealerweise so fliegen, dass ich den gleich wieder mitnehmen kann, den Fred. Der steht nämlich so extrem ungünstig auf der anderen Seite. Wahrscheinlich bleibe ich erstmal direkt hängen. Und der Pinguin, der fühlt sich auch sehr wohl. Hallo. Wahrscheinlich der gleiche, der letztens auch schon da war. Der hat überlebt. Der von, ich weiß gar nicht, vom Ost- oder Westtribe, von der Aussichtsplattform geworfen wurde. Und das hat nicht geklappt? Ja, ich weiß, habe ich gesehen. Aber fast. Aber fast ist nicht ganz. So, Fred im Schlepptau. Komm mit, Fred. Kannst gleich mal deine neue Freundin kennenlernen. Ist noch mitten in der Bewegung. Ja, korrekt. Deine neue Freundin könnte vielleicht ein bisschen eigensinnig sein. Die hat jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ist schon ein bisschen älter. Genau, und hatte Ewigkeiten. Und hat schon ihren eigenen Dickschädel. Aber kriegt das schon hin, ne? Ja. Ich bin da sehr zuversichtlich. Und das Flattern der Flügel ist auch so ein Stück weit hypnotisch. Möchte ich nur mal sagen. Schaut man sich an. Flatter, flatter, flatter. Naja. Findest du nicht? Nee. Immer im gleichen Rhythmus. So, den Kindern geht's immer noch gut. Ich kann es gar nicht oft genug betonen. Ich betreibe eine ordentliche Kinderpflege. Ja. Ne? Was? Muss sie auch mal machen. Unfälle vermeiden. Das ist, ja, das Thema. Und der Helchmaus geht's auch noch gut. Ja. Ist auch lustig. Vorhin bin ich irgendwie so Richtung Helchmaus gelaufen und meine Perspektive war noch nicht ganz fertig mit dem Laden. Da sah die Helchmaus schwarz-weiß aus. Sah auch irgendwie echt cool aus. Und der Server hat gerade wieder gespeichert. Jawohl. Mal kurz einen kleinen Mini-Rollback. Erstmal Fred besteigen.
Klingt jetzt perverser als es ist. Du sollst Fred nicht besteigen. So, Fred, guck mal hier. Genau. Fred, ab zu deiner neuen Freundin. Schick mit Helm, glaube ich. Oder? Nee, mit Hut. Wir gucken beide so ein bisschen, ne? Also, ne? Ja. Ihr könnt schon... Geht da mal ein Stück näher ran, Wilma. Die sind beide noch schüchtern, Mensch, die haben sich vorher noch nie gesehen. Hallo? Halt, sehen die schüchtern so aus? Die sehen ja nicht schüchtern aus. Nee, wirklich nicht. Hm. Naja, gut, ich lasse euch mal allein. Ihr werdet schon wissen, was er macht. Aber nicht, dass ihr hochkommt, dann Babys da rumschlüpfen, ne? Hm, auf einmal, ne? Dann so drei oder so. Drillinge. Und schon wieder hatten wir vorhin bei den Paras kein Glück mit Mehrlingen. Das stimmt. Wir haben seit, ja. Ewigkeiten nischt. Was war denn das letzte? Ich weiß nicht mehr, was das letzte war, was als Zwilling kam. Das ist schon echt eine Weile her. Also wirklich eine Weile her. Ja, wir haben ja nicht so oft Nachwuchs hier im Spiel. Denn, wie gesagt, unser Platz ist halt recht begrenzt hier oben und wir brauchen ja auch nicht so viel für uns persönlich. Ja, das stimmt. Aber trotzdem fällt mir nicht ein, wer die letzten gezähmten Zwillinge waren. Also herangewachsenen. Wenn es einer weiß, kann er es gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde uns selber mal interessieren. Ja, wir können uns immer so schlecht unsere Fragen beantworten, weil wir auch nicht alle Folgen durchgucken könnten, aber ja, hilft halt auch schon, wenn jemand von euch dann da uns auch eine Info gibt. Ja, und du kannst dann gleich auch mal eins von den kleinen Kindern rausbringen. Ja, mache ich. Du kommst jetzt zurück. Nehmen wir erstmal André mit. Ich nehme erstmal André mit. So, komm mal mit, André. Mal schauen, ja, dass ich hier nicht an der Tür hängen bleib. Bin noch nicht da. So. Dann stelle ich ihn wenigstens hier davor ab. Also auf der Innenseite, aber vor der Tür. Das erleichtert zumindest nachher. Ich wollte irgendwie so kleine Mikro gleich. Ich weiß noch nicht, warum das so ist. Wer weiß, ein bisschen komisch. Aber die Kleinen sind knuffelig. Ja, sind sie. Und sie werden, kann ich gar nicht oft genug sagen, viel zu schnell groß. Lustige ist, musst du dann mal, wenn du wieder da bist, musst du dich mal an die Stelle stellen, wo ich gerade stehe. Dann sieht das so aus, als ob André einen Partyhut auf hat. So ein bisschen. Das sieht ganz lustig aus. Mario erkennt das wieder nicht. Mario ohne Fantasie hier, ganz großartig. Dann kommt Skorpion angewalzt, so. Ich mache ja die Tür nicht auf. Und den kannst du mal rausbringen jetzt. Ich denke, da kommen Skorpione. Ja, die sind gerade, ich sehe sie ja noch, die sind ja noch okay. Auf dem Weg. So, also schnell. Naja, ich bin ja schon da. André, los, schnell, komm raus. Kleiner Mann, los. So, dann machen wir... Jawohl. Oh, und Sarko. Oh Gott. Geh weg. Hast du? Weil der ist noch auf Follow. Das ist natürlich schlecht, warte mal. Okay, sehr schön. Boah. Ja, neben... Tür zu? Oh Gott. Jetzt ist mir ja ganz schlecht hier, Hilfe. Das war jetzt ja schon wieder ganz schön knappig. Ja, alles im grünen Bereich. Ja, alles im grünen Bereich. Da latscht jetzt so ein Sarko durch die Gegend. Ja, du könntest ihn ja töten. Ja, womit denn? Weiß er nicht. Ja, mit meiner... Mit Silverlight? Hast du das Level gesehen? Oder mit Charles. Du kannst einfach warten und ich würde dich... Warte, bis du zurückkommst. Ich habe... Oder du machst die Innentür zu. Dann ist Jasmin sicher. Ja. So. Innentür zu. Jasmin, wir kommen dich gleich holen. Keine Angst. Und dann versuche ich das nicht mal... Dani muss erstmal der böse Kroko kaputt machen. Ja, Charles schafft das schon. Wo krabbelt denn der Kroko? Kroko? Und bitte nicht ins Wasser fliegen. Nein, mache ich nicht. Da ist der Pingu. Der Pingu lebt auch noch. Keine Ahnung, wo der Sarko hin ist. Oh, wir liefern meine André mal ab. Ich würde sagen, erstmal hier unten direkt bei Brunhilde. Ja, auf jeden Fall dort, wo kein Ceiling ist. Vorne ist Bronto. Hm. Also der Sarko hat sich jetzt irgendwo hin verkrümelt. So, ich guck mal ganz kurz, ob der Kleine noch genug Futter hat. Ja. Während ich unterwegs bin. Ansonsten, Ja, 97 Gramm. Ja, das sollte reichen. Wir müssen ja nachher dann eh noch ein bisschen Hallo, Brunhilde, was ist hier los? Mhm. Nummer 2? Ja, Brunhilde ist heute fleißig. Einmal rein hier, das Zeug. Wie gesagt, sonst müssen wir einfach die Tröge eh füllen nachher. Ja, das müssen wir sowieso machen, das ist richtig, aber ich komme jetzt mal runter. Soll ich mal nach Jasmin ab? Ja, bitte. Vielleicht kannst du ja mal von oben, wobei, ich kann ja auch noch mal kurz selber ein bisschen schauen. Ja. Ich hab schon...
ganz doofes Gefühl. Mr. Sarko, wo sind Sie? Wahrscheinlich wieder im Wasser. Würde mich durchaus nicht wundern, denn ja, irgendwie... Ja, dort, wo so ein Sarko hingehört. Wobei der aber schon eher in Richtung 10-Box gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob der irgendwo anders rumturnt. Ja, der ist auf jeden Fall noch direkt dann vom Kinderzimmer lang gelatscht, aber schon Richtung Wasser. Also das stimmt schon. Aber ich sehe ihn nicht. Also von hier oben sehe ich ihn nicht und ich will nicht weiter runter. Ja, ein bisschen runter kannst du ja noch, das ist ja nicht das Problem. Hey, ich sehe doch hier... Ich würde nur ungern jetzt hier Jasmin direkt rausholen, während der da draußen rumlatscht. Ja, deswegen ist das ein bisschen schwierig. Keine Ahnung, wo der sich hinverkrümelt hat. Ich meine, gut, dann könnte ich auch die Aggro ziehen, ne? Das wäre ja auch nicht das Problem. Ja, aber der braucht nur einmal... Ich hoffe, du hast noch Jasmin gefüttert. Na, Jasmin hatte noch genug drin. Hängt der vielleicht an der 10-Box irgendwo? Oder wo der vor dem Bronto zerlatscht? Oder keine Ahnung? Nee, der ist direkt hier quasi. Siehst du mich? Ja. Guck mal, genau hier ist der lang gelatscht. Der ist dann hier so... Ja, ich hab mal gesehen, der ist in Richtung 10-Box gelaufen. Aber wo ist er gelandet? Kann er einfach weg sein? Nee, weg sein kann er nicht. Guck mal kurz im Wasser, weil hier sind nur die normalen Fische. Hm. Kein Sarko. Ich weiß nicht, trauen wir uns jetzt Jasmin rauszuholen? Ja. Okay. Wenn wir starten, bin dann schon mal im Anflug. So, Jasmin. Ach, hat auch noch Beeren. So, komm mit, kleine Maus. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Du musst halt nur schnell weg dann. Ja. Weil sonst habe ich dich und Jasmin stehen alleine rum. Machen wir. Die Kleine muss jetzt immer nach vorne laufen. So, komm mit. Ich hoffe echt, er kommt nicht. Okay. Sie kommt raus. Hast du sie? Ja, habe ich. Okay, Follower habe ich auch weggekriegt. Und sie kann sogar schon selbstständig essen. Ja, das kann André auch schon. Konnten sie beide schon. Das deswegen habe ich vorhin noch gar nicht so richtig mitgekriegt. Abgeholt gerade. Okay, also ich wusste ja, es war das Ziel, aber dass das jetzt schon ist, das Gott, war ist die Kleine drauf. Winzig. Ja. Nicht fallen lassen unterwegs. Nee, ich habe eigentlich nicht vor, sie fallen zu lassen. Ich fliege extra hoch genug, nicht, dass in Argentavis jemand dran knabbert oder so am Füßchen. Das wollen wir nicht. Nee. So, ich komme jetzt auch gleich hinterher. Ja, kannst du Strom unten ausmachen? Ach so. Ja, auch das kann ich machen. Ja, ich, ne? Ja, ich habe da gerade nicht dran gedacht. Dann kriege ich wieder Ärger, ne? Von wegen, Benzin ist alle. Ja, deswegen ist Benzin auch immer alle, weil du es vergisst. Ja. So, nochmal Tür zu. So, ich fliege auch extra hoch genug, dass wir nicht irgendwie am Tor hängen bleiben oder sonstiges. Nach oben, unsere Hütte oben auf dem Berg sieht auch schon ganz cool aus. Müssen wir nächstes Mal weiterbauen. Oh ja. Und wir brauchen noch Bilder. Leute, wir brauchen noch mehr Bilder. Schließlich bekommt ja die Galerie noch eine Etage. Ja, korrekt. So, da vorne ist Jasmin. Wir sollen dann gleich noch ein bisschen umparken. So, jetzt muss ich mal wieder rausfinden. Charles bleibt die ganze Zeit an der Tür hängen. Na, Charles, nee. Ach. Jetzt will die Tür nicht zu. Da kriegst du die Tür nicht zu, sag ich dir. Jetzt. So, das müssen wir gleich alles umsortieren hier. Aber wir machen jetzt erstmal einen Cut an der Stelle. Sind nämlich durch mit der Folge für heute. Und die Kleinen werden wir jetzt nochmal ein bisschen aufpäppeln und dann für die Nacht auch alleine lassen. Richtig. Quasi. Und wir hoffen, ihr seid heute Abend beim Stream mit dabei. 20 Uhr geht's los auf Twitch. Genau. Ja, ihr wisst Link, Bescheid. Link zum Twitch-Kanal findet ihr in der Videobeschreibung, falls Fragen sein sollten. Ne? Richtig, so sieht's aus. Also dann, genau. Also dann, ihr Lieben, bis später. Bis dann, ciao.